Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Im gestrigen Patch-Video wollte ich eigentlich über die Bestrafung fürs Dashboarding reden. Jetzt habe ich alle Informationen zusammen, die nötig waren. Die Informationen sind mir gestern leider abhanden gekommen, deswegen hole ich das in diesem Video nach. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, seit Season 4 ist der Judgment Day aktiv. Die Leute, die es aktiv benutzt haben, wurden im Rang zurückgestuft. Wohl angeblich nur, wenn ihr jetzt zum Beispiel Diamond oder Predator seid, nur auf Platin, was für mich keinen Sinn macht. Ich zeige euch gleich noch eine E-Mail für alle, die das Dashboarding benutzt haben und bestraft wurden. Und natürlich wurden die Belohnungen zurückgesetzt, beziehungsweise ihr habt keine bekommen, was auf jeden Fall korrekt ist. Ich zeige euch mal die E-Mail. Und zwar sieht die wie folgt aus. Ich übersetze nur grob ein Stück. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Euer Account wurde beim Cheaten erwischt. Ihr werdet jetzt zum Beispiel von Diamant oder Predator auf Platin zurückgesetzt. Und hier finde ich schon einen Fehler. Ich bin zum Beispiel Diamant 4 gewesen und bin natürlich jetzt anderthalb Stufen zurückgestuft, wie jeder andere auch, was ja normal ist. Und bin jetzt Gold 2. Also warum sollte ein Diamantspieler nur Platin sein? Das macht für mich keinen Sinn. Denn im gestrigen Video habe ich auch einen Kommentar gelesen von einem Predator-Spieler, der sich meiner Meinung nach zumindest, ich möchte den Namen jetzt nicht zwingend erwähnen, als Predator-Spieler und als Cheater geoutet hat oder als Dashboarder, der ist auf einmal Bronze und hat keine Belohnung bekommen. Also es kann natürlich auch sein, dass ihr komplett auf Bronze zurückgestuft wurdet. Deswegen glaube ich, dass das hier nicht ganz hinhaut. Und die Belohnungen fehlen sowieso. Also jeder, der das Dashboarding aktiv benutzt hat und eine Strafe bekommen hat, der soll wohl diese EA-Mail bekommen haben. Das habe ich hier aus Twitter mir ausgeschnitten. Und als nächstes, und da waren sich ja ganz, ganz viele einig, ach, EA wird doch die Leute nicht bestrafen, da müssten ja so viele bestraft und gebannt werden. Denn ich muss A sagen, ich befürworte diese Strafe. Muss ich ganz ehrlich sagen, da wird nicht jeder meiner Meinung sein, dass, und da bin ich ganz ehrlich, dass ich das jetzt mal so weit ausdrücke, dass ich sage, jeder, der sagen will, das finde ich aber scheiße, das geht mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei, wenn da einer nicht meiner Meinung ist, weil ich finde, jeder, der nicht nach den Regeln spielt und sich insgeheim so einen Vorteil spielerisch verschafft, der hat verdammt nochmal die Strafe verdient. Und man kann froh sein, dass man nur ein Stück weit zurückgestuft wurde und nicht, beziehungsweise keine Belohnungen bekommt, denn ursprünglich war die Rede von permanenten Bans, wenn man es extrem benutzt hat. Das quasi konntest du dann oder könntest du niemals wieder mit deinem normalen Standard-Account Apex Legends spielen. Müsstest du dir da theoretisch einen neuen Account erstellen. Was jetzt auch keine Hürde wäre, aber für jeden, der hunderte Euros in das Spiel schon investiert hat, der hat dann halt ein Problem. Da dann natürlich eine gewisse Geldquelle flöten geht, hat wahrscheinlich Respawn gemerkt, wir sollten vielleicht erstmal klein anfangen, die Leute nur im Rank zurücksetzen und die Belohnungen streichen. Denn permanente Bans hätten tatsächlich wohl hunderttausende Spieler betroffen. Ich habe eine Zahl von über 770.000 gelesen. Ob das jetzt eine offizielle Zahl ist, kann ich nicht bestätigen, ist natürlich klar. Und jetzt möchte ich euch mal sagen, ihr kennt das Sprichwort, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Man kann die Regeln für Apex Legends erlesen. Und die zeige ich euch jetzt. Moment, das war falsch. Display Capture an, Seite aktivieren. Und zwar gibt es eine offizielle EA-Hilft-Seite. Kann ich euch gerne auch mal im Video verlinken, könnt ihr euch durchlesen. Und wenn ihr nur ein kleines bisschen nach unten scrollt, kommt hier schon, cheate nicht im Spiel, spiele das Spiel nach den Regeln und so weiter. Hier wird von Wallhacks und so weiter gesprochen. Der interessanteste Satz für alle Dashboarder ist aber dieser welcher. Ne, du brauchst es nicht markieren. Genau, lass es einfach bleiben. Warum auch? Die Ausführung von Exploits im Spiel sowie das Ausnutzen von Glitches oder Bugs zählt nun mal verdammt nochmal zum Cheaten, zum Bescheißen. Also, und wer jetzt immer noch nicht so ganz begriffen hat, dass Dummheit vor Strafe nicht schützt, dem kann ich leider auch nicht helfen. Und deswegen vertrete ich die Meinung, jeder, der das Dashboarding zum Ranken benutzt hat, der hat verdammt nochmal diese Strafe verdient. Und wer nicht auf meiner Seite steht und das einfach meine Meinung nicht teilt, bin ich ganz ehrlich, das ist mir, wenn da jetzt einer meint, das negativ kommentieren zu müssen, sagt, ey du Arschloch, ich finde deine Meinung scheiße, bin ich auch ganz ehrlich, so hart wie das jetzt klingt, auch wenn ich das vielleicht ein bisschen übertreibe, ist mir dann aber auch scheißegal, weil es hat jeder verdient, der es benutzt, Punkt, das ist einfach so. Das dazu. Ich würde einfach mal sagen, spielt einfach nach den Regeln, das kann eigentlich gar nicht so schwer sein. Jeder, der eigentlich heute übrigens, das möchte ich noch erwähnen, mit dem Battle Pass Video gerechnet hat, das hole ich morgen nach, weil ich das eigentlich relativ wichtig hier fand, dass ich diese Meldung noch rausbringe. Also freut euch auf morgen, da zeige ich euch den Battle Pass nochmal etwas genauer.
Für die, die das interessiert, würde ich mich natürlich freuen, wenn er einschaltet. Für alle anderen, die sich mit diesem Video identifizieren und sagen, hey, top Video, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Und in den nächsten Tagen kommt noch das Sentinel und das Revenant Video. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch schon mal schon so langsam einen schönen Start ins Wochenende. Viel Spaß immer noch bei Season 4. Wir stehen ja erst am Anfang. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.